Gott, ich will meinen Fun Lovers von Juli und August machen. Ja. ja, ich vergesse das immer, weil das immer so lang her ist dann. Fangen wir gleich an. Juli-Serien habe ich mir wieder Pretty Little Liars angeschaut. Ich dumm Beutel. Aber mir geht die Serie total ab. Mir geht generell eine Serie ab, die ich gern schaue. Also, dann habe ich ein paar Mal mit meiner Mann Shopping Queen geschaut und im August habe ich die Serie How Do I Look wieder für mich entdeckt. Nur leider nimmt meine Box das wieder mal nicht für mich auf. Deswegen macht das dann keinen Spaß mehr, das dauernd hundertmal einzustellen. So wie bei Sex and the City, Inuyasha und Desperate Housewives. Bei den Serien ging es mir auch so, dass mir die Box das einfach nicht mehr aufnimmt. Und im August habe ich auch sehr gern Major Crimes geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Aber da wiederholt sich das leider ja auch alles. Filme habe ich Bad Moms geguckt im Juli. Dann habe ich, Gott, dieser Staub von vorher, die Marvel-Filme auf Englisch geguckt. Thor 1, Avengers Nummer 1, dann, ja, das war's auf Englisch. Thor und Avengers, den ersten Teil. Das habe ich, glaube ich, damals eher auch auf Instagram postet. Dann habe ich mir im Kino mit Jan den Avengers Infinity War angeschaut. Und ich glaube, mein Herz zerreißt. Ich kann noch gar nichts über den Film sagen. Ich war so froh, dass wir den vor kurzem mit meiner Familie geschaut haben. Ich konnte über den Film nicht reden und es hat mich innerlich zerrissen. Es zerreißt mich auch jetzt, weil ich darf nichts darüber verraten. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schaut, aber der Film, ich finde, das ist der beste von ganz 2018. Also für mich halt zumindest. Also der Film haut mich echt von den Socken. Wirklich. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, ob es bei euch auch so war, aber da fehlen mir die Worte. Und ich habe nur geflucht im Kino, so viel kann ich sagen. Dann habe ich mir noch Hotel Transylvanien 3 angeschaut. Da war die Lin und der Roman mit dabei. Ich glaube, da haben wir auch gefilmt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Im August habe ich mir nur Sexy Psycho angeschaut. Das war so ein Scheißfilm. Das war auf 13th Street so ein Film. Das war so ein Drecksfilm. Du hast genau gewusst, was passiert eigentlich. So wie bei allen Filmen, die was da auf den Sender laufen. Games habe ich natürlich wieder nichts gemacht, das ist eh klar. Musik und YouTube habe ich mir oft Nathan Trent angehört, die Backstreet Boys, weil die haben ja einen neuen Song und darüber war ich so happy. Liam Payne, Fifth Harmony, im August, da habe ich nichts aufgeschrieben, aber Backstreet Boys und Nathan Trent liebe ich rauf und runter, noch immer. Bücher habe ich jetzt im Juli nicht stehen, aber im August. Ich habe das Buch Final Cut angefangen und ich muss da immer dazwischen aufhören, weil das gruselt mich voll. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Buch kennt, aber das macht mich echt fertig, dieses Buch. Das macht mich wirklich fertig. Dann habe ich noch Azura Pop den Manga angefangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle durch habe. Ich weiß es wirklich nicht. Und dann habe ich mich noch weitergewählt mit Die Säulen der Erde. Und ich bin endlich bei Kapitel 2, was er liegt. So lange braucht er. Dieses Buch lese ich schon so lange, das kann ich auch gar nicht sagen. Ich hasse es. Ich hasse dieses Buch. Mich stört nämlich, also hassen ist blöd ausdrucks, weil den Film, den liebe ich. Also die Filmreihe mit die vier Teile, die liebe ich. Die könnte ich mir heute auch noch anschauen. Aber dieses Buch macht mich einfach aggro. Wo er die, ich weiß nicht, ob ihr die Filmreihe kennt, aber in dem Part, wo er die Kirche anzünden will, dieses ständige Rauf und Runter. Nein, ich zünd die Kirche jetzt an. Ich zünd die Kirche jetzt nicht an. Ja, ich zünd die Kirche an. Nein, ich tue es doch nicht. Soll ich jetzt wirklich? Das hat mich so aggressiv gemacht. Es ging 3 oder 4 Seiten lang so. Und das hasse ich an meinem Buch, wenn sich das so zieht wie Kaugummi. Und ich finde, der Ken Follett schreibt nur so. Also zumindest empfinde ich. Das ist das zweite Buch, was ich jetzt von ihm lese. Und ich finde, er schreibt immer so. Und ich mag diesen Schreibstil nicht. Ich will dieses Buch halt unbedingt schaffen, weil ich es schon so lange da rumfliegen habe und es unbedingt durchlesen will. Vielleicht lese ich heute weiter. Ich hoffe, ich schaff's. Ich habe leider wieder eine Zeit lang aufgehört zu lesen. Leider. Fragst mich nicht, warum, aber ich habe wieder eine Zeit lang aufgehört zu lesen. Ja. Aber bevor ich jetzt meinen Mund da über Die Säulen der Erde das Buch zerreiße, gehen wir lieber weiter. Zu meinen Favoriten. Ich habe gerne das Clarins-Serum Hydra Essential benutzt. Dieses Zwei-Phasen-Serum. Es ist auch fast leer. Seht ihr, es ist nicht mehr viel drin. Man braucht eigentlich gar nicht viel davon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es geht sehr, sehr schnell leer. Das Positive, ich habe es mir nachgekauft. Ich verstecke mich eh schon. Aber ich glaube, den Vorgänger, weil das schaut anders aus. Aber das seht ihr dann im Tickmax-Haul. ja, ich habe es mir nachgekauft, weil ich es so gut fand. Obwohl ich eh genug Serum habe, zum Beispiel das hier. Weil das benutze ich am Abend, das von Clarins. Und das hier habe ich am, in,
tagsüber, morgens, so, habe ich morgens verwendet. Das ist von Elisabeth Arden, das Flawless Future Powered by Ceramide. Caplet-Serum. Ich kann nicht lesen. Lest selber. Ich hoffe, ich wackel nicht. Aber das kennt ihr, das benutze ich immer. Und ich habe jetzt noch zwei Proben, bevor ich die große Variante anfange, weil dann habe ich keins mehr. Die haben das nämlich aus dem Sortiment genommen, diese Arschbratzen. Ich habe vor kurzem eben mit der von Laden geschimpft, warum die das tun. Aber sie meint, dass vielleicht was Neues rauskommt, was ich hoffe. Dann habe ich einen Duft sehr gern dran. Ihr seht, da ist nicht viel weg. Da ist wirklich nicht viel weg. Das ist von Yves Rocher, der Tendre Jasmin. Und ich liebe den. Ich liebe den. Jetzt, wo ich ihn wieder rieche, liebe ich ihn. Das Problem ist nur bei dem Duft, dass der schnell verfliegt. Also der, man nimmt ihn nach einer Zeit wirklich nicht mehr wahr. Also das ist mein Problem bei dem Duft. Aber ich liebe ihn trotzdem. Er ist so, jetzt, boah, ich bin so blöd. Ja, so sieht er aus. Ich liebe diesen Duft. Wirklich. Und ich werde die hauen, wenn die den aus dem Sortiment nehmen. Dann werde ich, die verprügeln. So, Fashion war natürlich wieder rot. Das ist nichts Neues. Leggings, schwarzes Kleid. Von dem schwarzen Kleid kann ich euch ein Foto einblenden. Das war mal im Sale beim Taliban und das habe ich urgern tragen. Ich habe es so schnell wie möglich wieder gewaschen, weil schwarze Wäsche habe ich eh jedes Mal. Und habe es dann wieder tragen. Ich liebe dieses Kleid. Ja, Essen habe ich den... Moment kurz. Ich habe da ein bisschen Chaos eingerichtet. So, Essen. Na, bist du deppert. Ich rutsche mal auf die Seite. So, da habe ich stehen Toast. Ich habe nämlich eine extreme Toastphase gehabt. Die ist jetzt wieder weg, aber irgendwie kriege ich wieder Bock drauf. Salat, obwohl ich Salat schon lange nicht mehr sehen kann. Und Wurstsalat. Ich hoffe, da habe ich überhaupt Fotos. Ich hoffe es wirklich. Im August war es auch wieder Salat. Ich hoffe, da gibt es ein Bild. Dann Eis. Burger, Schwimmbad. Oh Gott, der war so geil, der Burger. Deswegen habe ich ihn aufgeschrieben. Jetzt kommt wieder die Erinnerung zurück. Der Burger war so gut. Der war wirklich gut. Und ich muss den Roman unbedingt überreden, dass wir trotzdem, obwohl es kälter wird, wieder in dieses Schwimmbad gehen, weil das ist so geil, das Essen dort. Das ist so geil. Das war im Florian Bernelbad. Das war so ein geiler Burger. Dann steht da noch, ah ja, das habe ich selber gekocht. Ich habe am Anfang gehabt, das ist eine Zucchini, was die Kollegin mir da gegeben hat. Sie hat nämlich einen Garten und hat so viel anbaut und hat das mit in die Arbeit gebracht und wir durften sich da was mitnehmen. Das war ein Kürbis und ich habe das nicht gewusst. So dumm muss man mal sein. Es war ein grüner Kürbis, den habe ich in Würfeln geschnitten und dann habe ich damit eine Spaghetti-Soße gemacht. Das war so lecker. Das war wirklich lecker. Ich habe das sogar einer Arbeitskollegin mitgebracht, weil sie einen Scherz gemacht hat und gesagt hat, was ich nur aus einem Kürbis für uns zauber. Ja, das kommt aber raus. Ja, dann habe ich von meiner Arbeitskollegin, weil sie musste mit ihrer Tochter schnell zu einem Arzt fahren, da habe ich meine Pause dann verschoben, weil ich meine Kinder gehen natürlich vor, da braucht man drüber gar nicht diskutieren. So. Deswegen hat sie mir dann als Dankeschön so ein kleines Maggi-Essen mitgebracht. Das war urlecker. Das war auch genug, weil ich habe ja eh auch was zum Essen mitgehabt. Das war wirklich gut. Trinken habe ich im Juli nicht stehen und im... August habe ich Eistee. Ich weiß, ich kriege meine Eistee-Phase nicht in den Griff. Und Kaffee mit Kekse. Es gibt so, ich habe die da jetzt leider nicht rumfliegen. Es gibt so Kekse in einer roten Verpackung, die gibt es im Action-Markt und nach denen bin ich süchtig. Ich tunke die immer in den Kaffee, viele finden das eklig. Und dann beiß ich ab. Ich liebe das. Aber ich darf davon nicht so viel essen. Sollte nicht davon so viel essen. Sonstiges. Mit Roman und Lin essen steht da nur und schwimmen. Also ich habe viel mit dem Roman und mit der Lin gemeinsam gemacht. Ihr habt das sicher auf dem Vlog-Kanal gesehen, wenn ihr den folgt. Ich glaube, schaut mal in die Infobox. Ich wette, ich habe ihn verlinkt unten. Falls ihr ihn noch nicht folgt, drückt abonnieren, Leute. dann steht da noch August-Urlaub zu kurz. Ich sollte mal wieder rüberrutschen. Oh, sorry. der Urlaub war wirklich zu kurz. Also für mich war er wirklich, wirklich, wirklich zu kurz. Leider. Also mit zu kurz meine ich, dass die eine Woche sehr schnell vergangen ist. Wirklich zu schnell. Weil ich wollte eigentlich im August 2 Wochen haben, habe die aber damals nicht bekommen, musste im März 2 Wochen machen und irgendwie war das beschissen. Und deswegen habe ich mich so aufgeregt drüber. Aber ja, nächstes Jahr versuche ich es anders einzuteilen. Ja, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zum Sagen in dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wie waren bei euch die letzten 2 Monate? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!